So, Leute, wie versprochen werde ich jetzt mit Virgil weiterspielen bei Devil May Cry 3. Fragt euch nicht, wieso ich jetzt auch sehr schwer und Dante Must Die habe. Obwohl ich nicht mal hier irgendwas durchgespielt habe. Das ist so, weil wenn man mit Dante zuerst durchspielt, dann kann man mit Virgil alle Modi nochmal spielen, die man bislang freigeschaltet hat, und deswegen war ich auch in der Lage, schwierig zu spielen. Und ja, ich mach, glaube ich, jetzt mal weiter, oder ich wechsle nicht Devil Suit. Der lässt mich zu Sparta werden. Das habe ich schon mal bei Devil May Cry 4 erwähnt. Am Ende, glaube ich. Das ist dieser Gothic Devil Suit, keine Ahnung. Der lässt einfach zu Sparta werden und lässt deinen tausendmal stärker Angriffe und sowieso. Bah, ich mach jetzt weiter. Zum Glück hat Virgil einfach keine Cutscenes. Das ist schön. Virgil hat keine Cutscenes. Das ist das einzigste Gute bei ihm. Er hat keine Cutscenes. So, was wollte ich machen? Ich habe keinen Plan. Ich mein Schwerter updaten? Eigentlich nicht, aber. Wartet. Oh mein Gott, ich bin gerade hier ein bisschen raus. Nein, ich brauche die noch gar nicht. Rising, okay, Rising Sun könnte ich gebrauchen. Ja, werde ich auch mir kaufen. So. Die anderen Sachen, das Ding aber ich bin voll. Oh, okay, und jetzt bin ich hier raus. So. Ende und ein Auftrag beginnen. Ich werde mich hier nicht aufregen. Ich werde einfach jetzt hier durchlaufen. Ich werde einen Speedrun hinlegen, versuchen zumindest. Ja, ich will keine Cutscenes hier haben. So, das hole ich mir auch noch hier oben. Bumm. Kennt man alles schon von Dante. Ach ja. Ja, und die Waffe, die ich gerade in der Hand habe, das ist Forged Edge in der noch nicht released Form. Hier normalerweise würde jetzt die Schrotflinte dranhängen, allerdings ist die weg, denn Virgil hat keine anderen Schusswaffen, außer seine komischen Schwerter. Die finde ich gay. Aber das Schlimme auch noch an Virgil ist, er hat zwar jetzt drei Waffen an Anfang, aber er kriegt keine neuen. Und kann er sich hier ran. Nein, er ist nicht wie Dante. Er ist nicht so stylisch wie Dante. Gut. Oh, das habe ich jetzt mal gar nicht erwartet. La la la. Ach ja. Ich werde mich hier auch ein bisschen anstrengend zu versuchen zumindest. Ja. Ich bin schlecht mit Virgil. Also nicht wundern. Ah, la la. Ich kann hier auch nicht viel sagen. Am schlimmsten finde ich ja, dass Virgil hier keinen Doppelsprung drauf hat bei dem Teil hier. Oh mein Gott. Da. Ich hatte das Ding erwischt. Und mich hat schon wieder einer erwischt. Oh mein Gott, das ist mir vorher nicht passiert. Okay, ich muss mich wieder einfinden, glaube ich. Aber sowas von einfinden wieder. La la la. Ach ja, wieso springst du bitte schön? Hast du das nicht vorhergesehen? Ich meine, du kannst dich teleportieren, du musst auch hell sehen können. Bam. Tot. So, da oben gibt's Heilung. Na na na. Ach nee, hä? Habe ich schon aufgesammelt? Scheiße. Das ist schlecht. Auf jeden Fall ist wie alles noch wie bei Dante. Man geht hier hoch. Man bekommt die roten Kugeln hier. Man geht hier hin, kriegt eine rote Kugel. Man geht weiter und weiter und weiter und weiter. Und hier ist dann so ein Ding. Das kann man dann hier mit Force Edge irgendwie so angreifen. Auch wenn es irgendwie dumm ist. Naja, ist Routine halt. Okay. Okay, wieso hat er weitergemacht, obwohl ich schon aufgehört habe? Schon vor langer Zeit. Langer, langer Zeit.
Ein weit entfernten Paradies. So, hier benötigen wir Yamato. Ja, also die Stilpunkte hier zu bekommen ist recht einfach. Leider hat Yamato nicht so viele. Sag ich mal, wie soll ich das am besten sagen? Also so viele Aktionen drauf, wie beispielsweise Dante mit allen seinen Schwertern zusammen. Ich werde jetzt hier reingehen, werde die Museum machen. Was ich nämlich auch noch machen, auch wenn... Und hallo? Was zum Teufel? Wollt ihr mich verarschen? Die wollen mich verarschen. Schweinerei. Finde ich nicht in Ordnung von euch. Wieso verarscht ihr mich so? Ich habe euch nichts getan. Lalala. Oh ja. Ah, ich bin so schlecht mit Virgil. Ach ja. Egal. Lala. Ich kann ja auch nicht viel sagen. Ich habe mir schon alle meine Witze vorher weggenommen mit Dante. Das ist das Dumme. Und ich verkack... Oh mein Gott, ich glaube, ich werde die Mission hier einfach wegdrücken. Ja, ich werde es, glaube ich, offscreen machen. Offscreen funktioniert das besser. Ja, ich werde das offscreen machen. Also bis gleich. So, und wieder da. Ich habe es geschafft. So. Holen wir uns das blaue Fragmentstück. Die blauen Kugel. Mein Gott, ich benutze ganz schön viel Blau heute. Egal. Wir kaufen uns was. Ja, Gottesstatue, bla, Dämonenblut. Lecker, lecker. Lecker Dämonenblut. La bam, bam, bam. Ich weiß nicht, wo ich mir kaufen soll. Ich kaufe mir jetzt eine blaue Kugel, dann noch eine violette, weil ich es kann. Dann noch sowas. Beste Ausrede, die es gibt, weil ich es kann. So. Ah, Gott. Dann noch eine große Kugel, dann noch eine gelbe Kugel. Man hat das Geld. Ich gehe weiter. So, und wir kriegen keine lustige Sequenz wie bei Dante, wenn wir Cerberus begegnen. Er kommt einfach nur der Kampf und das ist schön. Nicht wirklich. Ich mag den Kampf nicht. Er ist... Der Kampf ist dumm mit Dante, mit Virgil. Ich habe ein paar Probleme mit Virgil gegen Cerberus zumindest. Werde ich auch bei ein paar anderen Bossen haben. So. La la la. Ich streng mich mal ein bisschen an. Blop, blop, blop. Damit ich das hier noch alles in ein Video kriege. Oh, ich hab schon einen Kopf von ihm platt gemacht. Schön. Autsch. Oh, jetzt kommt er angerannt, der Fifi. Autsch. Ja, das meine ich mit Probleme. Ich kann nicht richtig mit Virgil spielen. Ich spiele nie mit Virgil normalerweise. So, weil ich Virgil einfach hasse. Es hat keinen Grund, es ist einfach nur so, weil es so ist. So, ist auch eine schöne Ausrede, weil es so ist. Ach Gott. Cerberus, du wirst lame. Ach, egal, ich nehme jetzt ein Objekt, auch wenn das dumm ist gerade. Ist mir scheißegal. Ich habe wirklich keinen Bock, irgendwie jetzt gerade gegen den zu kämpfen, richtig. Ach ja. Ich klinge auch ein bisschen gelangweilt, kann das sein? Ja, weil ich es vielleicht schon mal gespielt habe mit Roger hier. Und zwar auch schwer. Ich habe das ja schon mal durchgespielt. Mit Virgil. Und zwar auch schwer. Von Anfang an. Oh, verwandel dich doch nicht schon wieder hier mit einer Eisstatue, du. Dreckshund, du. Kann ich die...
kommt er wieder mit seinen scheiß Eisdingern an. Und jetzt kommt er wieder angerascht. Oh, Rush! Mein Gott! Autsch! Ja, und das ist eigentlich schon der Cerberus-Kampf. Es ist immer dasselbe. Autsch. Ach du Scheiße. Ja, komm, schnell, schnell, schnell. Danke, und das war's auch schon mit dem Kampf hier mit Cerberus. Ich habe das alles in einem Video gekriegt. Unglaublich. Gut. Und das war trotzdem nur ein B. Egal. Ich speichere jetzt hier. Oh. Bam, bam, bam.